juristischer Gedankensalat.de präsentiert. Europarechtliche Grundkenntnisse sind mittlerweile auch im ersten Staatsexamen notwendig. Europarecht. Für viele Studenten ein Fremdwort. Was ist eigentlich Europarecht und was fällt unter die Grundkenntnisse? Europarecht umschreibt das überstaatliche Recht in Europa. Es wird auch Unionsrecht genannt. Das Lehrbuch Europarecht von Professor Dr. Fastenrath und Dr. Groh hat zum Ziel, die erforderlichen Grundkenntnisse systematisch und auf dem aktuellsten Stand zu vermitteln. Auf 370 Seiten führen die Autoren durch die Materie. Der Student wird auf die Reise durch das Europarecht mitgenommen, mit den Halt an den wichtigsten Stellen. Erster Halt, der Binnenmarkt. Wichtigstes Merkmal hierbei, die Grundfreiheiten. Gut verständlich vermitteln die Autoren die wichtigsten Aspekte der Wirtschaftsverfassung. Weitere Stationen sind die Organe der Europäischen Union. Jedes wird dem Studenten vorgestellt und seine Funktion erklärt. Der nächste Stopp hat die Rechtsquellen der EU zum Ziel. Hier werden dem Studenten der EU-Vertrag und der AEU-Vertrag serviert. Als Proviant bietet sich der Rechtsschutz und eine Erklärung des Verhältnisses des Europarechtes zum nationalen Recht an. Im Ziel angekommen, sollte der Leser nun trittsicher mit dem Europarecht umgehen können. Die Autoren versuchen dieses mittels klaren Erklärungen im komplexen Geflecht des Europarechts. Nun, mit der Grundausstattung gewappnet, erläutern die Autoren die Wirtschafts- und Währungsunion, das europäische Strafrecht inklusive Schengener Abkommen und Asylrecht, die Außen-, Sicherheits- und Verteidigungspolitik der EU und den Grundrechtsschutz der EU. Die Würze wird dem Stoff durch Beispiele auf Grundlage der Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofes und zahlreichen Lernhilfen verliehen. Wer sich tiefergehendes Wissen aneignen möchte, sollte den Fußnoten folgen. Sie führen zu den entsprechenden Kommentaren und zur Spezialliteratur. Um zu kontrollieren, ob das Gelesene auch verstanden wurde, finden sich am Ende jedes Kapitels Kontrollfragen. Kleinere Exkurse führen in das europäische Agrarmarktrecht und die Verkehrspolitik, zwar nicht prüfungs-, aber praxisrelevant. Im Namen der Rezensorin ergeht folgendes Urteil. Dem Anspruch der Autorin, das Europarecht in seinen Grundkenntnissen systematisch zu vermitteln, wird das Buch gerecht. Kurz und knackig werden die wichtigsten Aspekte vermittelt. Zahlreiche Hinweise bieten die Möglichkeit der Vertiefung. Nicht nur prüfungs-, sondern auch praxisrelevant führt das Werk durch das Geflecht des Europarechts. Das Buch ist gleichermaßen zum Einstieg als auch zur Auffrischung des Stoffes geeignet. Europarecht von Fastenrath und Groh, erschienen im Verlag Borberg, 22,50 €, Prädikat kaufenswert.